So, Stuttgart, 7. September 2024, ein Bürgergipfel findet heute statt im Kultur- und Kongresszentrum Niederhalle. Und was sehr interessant ist, wenn die Bürger zusammenkommen, haben wir eine massive Polizeipräsenz, was einen schon sehr wundert, weil wir möglicherweise auch Kräfte aus dem nicht-konservativen Lager da haben oder die dagegen stimmen. Aber auch innen drin können wir sehen, es sind verschiedene Meinungen zugelassen und auch genehmigt. Dann wird es interessant. So, Bürgerdialog Stuttgart. Der Landwirt Informationen in U-Form. Einfach anhalten, wenn ihr was näher lesen wollt. Also das sind die Titel, die hier so ergreifen, erkaufen sind. Sehr interessant. Die Hauer gibt es da auch. Der Landwirt, über dem hier das betreibt, ein Magazin des konstruktiven Widerstands. Sehr schön. Taschenbuchform. Und hier gibt es dann auch schöne Geschichten zum verschiedenen Themen. Schönen Tag, Frau Hausermann. Wer sind Sie? Was machen Sie hier im Bürgerdialog? Ich bin Monika Hausermann, ich bin Schriftstellerin und ich bin hier zusammen mit meinem Verleger André F. Lichtschlag von Eigentümlich Frei und vom Lichtschlag Buchverlag. Und wo ist der Schwerpunkt Ihrer, nehmen wir es mal, Publikationen oder was schreiben Sie, was tun Sie, wo dürfen wir Sie einordnen, wenn wir das möchten? Das ist, ich nehme das mal auseinander, das sind zum einen sind das gesellschaftskritische, politkritische, wirtschaftskritische Texte. Zum anderen ist das ein Sachbuch, das ich hier habe. Zum dritten schreibe ich ganz klassische Politthriller. Genau, ganz klassische Verschwörungsgeschichten. So. Ja, super. Dann hoffen wir mal, dass die Leute Sie mehr wahrnehmen und ich selber auch. Dankeschön. Hoffen wir das. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Ja, hier sehen wir die Kuchenfraktion, bitte mit Humor, ihr Signierstunde etc. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Wer sind Sie und was machen Sie und warum sind Sie heute hier? Mein Name ist Roland Tichy. Ich mache Deutschlands wichtigste Zeitschrift für kritische Leser. Auch über das Corona-Thema. Und hier sind meine Leser und ich begrüße meine Leser. Und wenn Sie Zuschauer sind, kommen Sie zu uns und begrüße ich Sie auch. Herzlichen Dank. Ja, wir sind jetzt hier bei Mensch Natur, Vernunft Kraft BW, haben aber zum Glück den Herrn vom Bundesvorstand dabei und fragen jetzt einfach mal
den Herrn leider zuerst, der kommt vom Bünd und dann kommen wir ins Schwaberländle zum Land. Danke für Ihr Verständnis. Was macht ihr? Warum seid ihr hier? Und Sie lassen mal los, was Sie so meinen. Ganz, ganz kurz zu meiner Person. Ich habe gegen Windräder gekämpft, weil sie mir die vor die Nase gesetzt haben. Daraus haben sich Bürgerinitiativen gegründet. Daraus hat sich eine Landesinitiative gegründet. Und mittlerweile sind wir bundesweit aufgestellt mit verschiedenen Organisationen. Und das Problem, was wir ja überall haben, die Politik hört uns nicht zu. Und wir haben versuchen, diesen Irrsinn zu stoppen. Insofern schaffen wir das, weil wir viele sind. Wir sind rund 1000 Bürgerinitiativen mittlerweile in ganz Deutschland und klären diejenigen auf, die Haus und Hof verlieren, in Anführungsstrichen, weil sie von Windmühlen umzingelt werden. Und wir haben Klagen erhoben. Ich bin bis zum Verfassungsgericht gegangen. Daraufhin sind 4 Mühlen bei mir abgerissen worden. Also es wird mit allen Tricks von der Politik gearbeitet. Und damit wir die Bürgerinitiativen unterstützen und dass die nicht die gleichen juristischen Fehler machen, die wir gemacht haben in der Anfangsphase. Deswegen sind wir da und wir machen es alle ehrenamtlich und wollen diese Energiewende auf den richtigen Weg bringen. Sind natürlich dann auch an Ecken und Kanten gekommen, die da in Berlin problematisch sind. Da wird die Politik gemacht und wir kommen einfach nicht drum rum, dass wir uns noch weiter vernetzen und mal wirklich dem Bürger, der es immer noch nicht so richtig registriert hat, was eigentlich abgeht. Wir fahren die deutsche Wirtschaft an den Wand. Also mittlerweile geht es gar nicht mehr um Windmühlen, sondern es geht um unser ganzes Wirtschaftssystem. Ich komme selbst aus der Automobilindustrie und auch die wird durch diese wahnsinnige Energiepolitik kaputt gemacht. Ja, das ist nicht super. Trotzdem herzlichen Dank. Ich bin auch ein bisschen daran interessiert, jetzt die Frau Stiefel zu hören. Also mein Name ist Gerti Stiefel, ich bin die Vorsitzende vom Verein Mensch Natur. Wir haben uns schon bereits 2013 gegründet, als die ersten Regionalplanungen losgingen in Baden-Württemberg. Als die rot-grüne Regierung dran kam, haben die als erstes das Landesplanungsgesetz geändert. Und zwar derart, dass die Ausschlussgebiete, die es vorher gab, die wurden abgeschafft. Das heißt, überall konnte man Windräder aufstellen. Und daraufhin haben wir zuerst eine BI Stauferland gegründet und aus der Stauferland ist der Verein Mensch Natur entstanden, haben uns dann bereits vernetzt mit anderen BIs, die da auch entstanden sind und haben schon 2012 Kontakt bekommen zu Vernunftkraft, zum Herrn Ziegler, der ist heute noch Vorsitzender, und haben uns schon Anfang an vernetzen wollen, dass wir einfach die ganz schwierige politische Situation gemeinsam angehen und uns gemeinsam unterstützen. Wir haben sehr viele Ingenieure bei uns, wir haben Rechtsanwälte bei uns, wir haben Professoren bei uns, die uns zuarbeiten. Und unsere Sache ist immer auf der Sachebene bleiben und mit Argumenten überzeugen. Und wir haben jetzt auch ganz aktuell die neue Planungen in Baden-Württemberg und das ist verheerend. Da muss man ja die 1,8% der Fläche von Baden-Württemberg, das kommt vom Bund vorgegeben, ausweisen. Und da haben wir jetzt die Visualisierungen zusammengestellt, die unser Landschaftsarchitekt überwiegend gemacht hat, von ganz Baden-Württemberg. Und genau, und da gibt es auch ein YouTube-Video dazu, da haben wir schon aufgestellt, um die Menschen aufmerksam zu machen, dass jeder betroffen ist. Ja, ich glaube, da sind auch ein paar Szenen von mir mit drin. Wir dürfen bekannt geben, dass wir am 18. in der Nähe des Drakensteiner Hangs am Alpaufstieg eine Veranstaltung haben. Da geht es unter anderem auch um Infraschall. Ist Ihnen die Veranstaltung bekannt? Ja, ist mir bekannt. Die ist in Hohenstatt. Dann sehen wir uns ja wieder. Die haben wir sogar organisiert mit dem Herrn Gauss. Ja, genau. Und er hat die Videos von mir bekommen. Wunderbar. Sehr schön. Gut, dann herzlichen Dank, der Herr, die Dame, und wir machen weiter.